Herzlich willkommen zurück zu Let's Play iOS Beholder Tag 3. Also ich habe mal ein bisschen rumgetüftelt, war total easy. Das heißt rumgetüftelt, man konnte ja hier nur im Kreis gehen. Hier waren keine weiteren Schalter. Hier konnte man rumdrücken, wie man wollte. Aber wenn man sich umdreht, sieht man hier hinten eine Plakette. Vertrauen rettet die Seele. Zip. Und wenn man sich umdreht, hat man schon den Zauberstab. Warum man auf einmal das machen muss vorher, wenn hier nicht irgendwie ein Schalter ist oder das direkt automatisch passiert mit irgendeinem fetten Sound oder so, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht waren die Soundeffekte zu teuer. Ich habe keinen Plan. Wir kriegen einen magischen Stab, und zwar einen Stab der Heilung. Aber wenn man jetzt die HP hier sieht, macht Rechtsklick. Fex bemerkt keinen ungewünschten Nutzen des Stabes der Heilung. Und genau dasselbe passiert bei allen anderen auch. Habe es schon ausprobiert. Also, ich habe keine Ahnung, was das genau macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Erfahrungspunkte gibt, falls man dann Verlust hat. Wir hatten keinen Verlust, weil wir neu geladen haben, wo wir das Level down hatten. Und wir haben die Zombies bekämpft, ohne dass wir Schaden genommen hatten. Hätten wir gewusst, dass wir diesen Stab kriegen, hätten wir vielleicht letztes Mal gar nicht gespeichert. Wenn das denn überhaupt der Nutzen dieses Stabs ist, das weiß ich jetzt nicht. So, wir haben aber unseren, ja, den müssen wir dann sehr wahrscheinlich auch gar nicht besorgen. Es sei denn, der hat später nochmal Nutzen und wir, ja, weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Ansonsten war es unnütz nochmal die ganzen, was heißt unnütz? Wir haben es auf jeden Fall, was möglich war im Spiel, gemacht, glaube ich. Und können jetzt hier raus. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Ja, das ist immer die Frage, ne? Dungeon verlassen, Dungeon nicht verlassen. Aber ich glaube, das Wichtige, was wir brauchten, war das Medaillon der Freundschaft, mit dem wir jetzt, glaube ich, weitere Bäume entdecken können. Weil wir hatten ja, glaube ich, alles abgeklappert. Sollen wir schon mal extra ausrücken? Ja, ein paar Äxtchen. Warum nisch? Und wir gehen in den Südteil. Den bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir gehen ganz nach Westen. Und schauen, ob wir was Neues haben. Dass wir unten ja sehen, wenn irgendwo was zum Hacken da ist. Halt, was war das? Da liegt jede Menge Kram vor mir rum. So ist es. Langschwert plus 4 und dergleichen, was wir alles gar nicht mehr brauchen. Schmuckring. Ich meine, man kann natürlich ein paar Gegenstände mitmachen, dass wir irgendwo was hinlegen können. Hier so plus 4 Schwerter zum Beispiel oder plus 3 Schwerter, die kein Mensch braucht mehr. Nimm die mal mit. Die können wir schön irgendwo wegwerfen. Für Rätsel. Ich weiß gar nicht, ob wir die Geister hier eigentlich ohne magische Waffen bekämpfen konnten oder die Schattenwesen, die wir unten in dem Mausoleum hatten, weil die sind ja, wir haben ja die ganze Zeit magische Waffen automatisch von Teil 2 dabei gehabt. Vielleicht wäre das mit normalen Waffen gar nicht gegangen. Hier ist überall nichts Neues. Nö. Oh doch, hier. Einige dieser Bäume scheinen nicht so stämmig zu sein. Ja, dann hau doch mal. Also hier geht's weiter. Sehr schön. Achso, das dauert viel zu lange. Wir brauchen definitiv Hast. Yay! Oh, Feinde! Tötet sie! Seltsam. Eben stand ich doch hier vorne und da hat er nichts geschrieben. Ich kann es trotzdem hauen. Und man muss manchmal an der richtigen Stelle sein, damit das sich triggert, dass man irgendwo lang gehen kann. Also durchhacken kann sich, wie es aussieht. Das ist ja nicht vorgeskriptet, dass an bestimmten Stellen das dann unten als Textblock kommt. So, ich könnte eigentlich warten, bis wieder ein Text kommt, ne? Laden? Warum? Warum laden? Laden, 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 laden. Warum hast du hier so viel geladen? Das war seltsam, ne? Er hat so viel geladen und der Text kam viel zu spät. Das geht hier anscheinend weiter. Man nicht kaputt hauen? Der ist, können wir jetzt kaputt hauen. Wovon ist das abhängig, ob die das entdecken? Vielleicht irgendwie ein Intelligenzwert oder dergleichen? Also wir sehen schon, hier geht es irgendwie weiter. Aha. Ein längst verlassener, fast vollständig überwachsener Pfad windet sich tiefer in den Wald. Ein verrostetes Tor.
hängt leicht geöffnet, voll aus den Angeln, in einer Angel, als ob es von einer Kreatur mit monströser Stärke eingedrückt worden wäre. Wollt ihr diesen Pfad folgen? Nein, sind wir verrückt? Das muss voll der Riesentroll sein. Ja, aber natürlich. Dumme Frage. Die fragen uns hier Sachen. Ja, es wird Zeit zu speichern. Und zwar Testo. Testo ist immer gut. Wer weiß, was jetzt kommt. Also, wir sind wieder im Wald. Ah, Passwortabfrage. Moment. Ja, das ist complete. Was? Sind 24, 7 vor 12 ist simple. Work. Okay, ich habe die englischen Passwörter. Ich habe das englische Handbuch. Ich brauche das deutsche Handbuch. Betze, Betze, Betz. Deutsche Passwörter sind anders. Das ist schlecht. Spiel fortsetzen. Testo. Gut, dass wir dann Speicherstand haben. Okay, machen wir einen kleinen Break. So, da bin ich wieder und das heißt verursacht. Korrekt. Da speichern wir doch direkt mal. Spiel speichern. Testo. Hey. Deutsche Passwortabfragen. Die ersten beiden Teile waren ja gecrackt, der dritte nicht mehr. So, hier gibt es mehrere Wege. Hier geht es nicht weiter. Kommen wir hier zurück? Wir kommen auch gar nicht mehr zurück. Holy crap. Wir sind hier gefangen. Okay. So viel dazu. Wie kamen wir her? Da sind wir reingegangen. So kommen wir wieder zurück. Wir hier durchgehen? Ach du je, das ist ein Labyrinth. Definitiv. Gott, hier werde ich mich elendig verlaufen, glaube ich. Wieder so eine komische Anni, das ist eine brennende Fackel. Was? Okay, gehen wir nochmal hier lang. Gott. Also, das ist ein Labyrinth. Was uns nicht weiterführt. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig renne. Wir rennen einfach mal. Wir sind wieder am Anfang. Alles klar, das war schon mal falsch. Boah, bis wir hier durchkommen. Per Trial and Error werden wir es schaffen. Ich glaube, so kommen wir einfach nur wieder zurück, ne? Das ist schlecht. So, wir sollten uns mal was orientieren. Also, wir wollen nach Osten. Und hier können wir nach Norden. Aber das ist dann sehr wahrscheinlich Nordwesten, oder wie sehe ich das? Das wäre Westen, das wäre Süden. Gehen wir nach Süden. Gehen wir noch weiter nach Süden. Ich glaube, wir gehen im Kreis. Norden. Also ohne Map ist das echt fies. Fies. Ich glaube, das ist neu. Das war neu. Nein, das ist nicht neu. Wir sind wieder am Anfang. Durchdreh. Habe ich schon Durchdreh gesagt? Ja. Okay, lasst uns nach Norden, weil wir ja so gerne nach Norden wollen. Ach so. Ich muss die neuen Gegenstände benutzen irgendwie. Kann das sein?
Ihr haltet das Manöver auf Armlänge, so dass es langsam vor und zurück schwingen kann. Ah. Gosh. Okay, wir müssen überall dieses Medaillon benutzen. Oder halt diese Fackel sehr wahrscheinlich, ne? Die können wir vielleicht auch benutzen. Ah, okay. Ah, es kann auch sein, dass wir das Medaillon nicht brauchen und das eine Alternative ist. Okay, es gibt hier nur einen Weg. Aber es scheint der falsche zu sein. Hier lang? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Katzen. Seid gegrüßt. Ich vermute, das heißt gegrüßt. Seid gegrüßt. Abenteurer. Ich werde Delmer Rallyhorn oder Rallyhorn von Kurmir genannt. Ich jage böse Kreaturen, wie die Raubkatze ihre Opfer im Wald. Ich suche ein Schwert von großer Macht. Dieses Schwert gehört meinem Vater, bevor er von Banditen im Wald erschlagen wurde. Diese fielen schon vor langer Zeit durch meine Hand. Doch meines Vaters Schwert blieb verschwunden. Es wird Dauzemer, die helle Klinge genannt. Es vernichtet Untote durch bloße Berührung. Ich suche eine Gruppe von Abenteurern, die stark genug ist, mir bei meiner Suche zu helfen und das Böse, das sich über das Land ausbreitet, zu bekämpfen. Okay. Ich habe im Wald und im umliegenden Land zahllose böse Kreaturen gejagt und zur Strecke gebracht. Eines habe ich auf meinen Reisen gelernt. Das Böse kann nicht allein durch meine Klinge beseitigt werden. Ich weiß selbst nicht, was dazu getan werden muss. Ihr seid die stärksten Abenteurer, denen ich begegnet bin. Und woher weißt du, dass wir so stark sind? Na gut. Ihr seid die stärksten Abenteurer, denen ich begegnet bin. Und ich würde gerne mit euch reisen. Ich habe gewisse Fähigkeiten, die niemand sonst anbieten kann. Ein Elf dabei? Warum nicht? Wenn wir unsere Kräfte vereinen, wird uns nichts aufhalten können. Erlaubt ihr mir, euch zu reisen? Ja, aber sicher doch. Einverstanden, Freunde. Das Böse schläft nicht. Es wird immer stärker. Wir müssen uns beeilen. Yay! Wir haben einen Fernkämpfer mit einem langen Bogen. Keine Feinde in der Nähe. Okay. Was kannst du genau? Du bist ein Waldläufer. Und rechtschaffen gut. Halbelf Mann. Jede Menge Stärke. Tolle Geschicklichkeit. Und du bist schon Stufe 11. Was hast du für Klamotten? Ein Elfenkettenrüstung plus 2. Feine Möhre. Und du bist Fernkämpfer und hast 15 Pfeile. Hast ein Kurzschwert plus 1 und ein Langschwert plus 3. Man könnte dich sogar als Nahkämpfer einsetzen. Besonders mit der Stärke. Das ist gar nicht so schlecht. Aber eigentlich will ich dich gar nicht als Fernkämpfer, weil das Einsammeln von Pfeilen ist mir zu lästig in diesem Spiel. Und deswegen würde ich dich eher an die Position tun nachher. Schön, dass Raistlin ein bisschen Schutz hat durch euch drei und nur von rechts angegriffen werden kann. Aber ich bin dafür. Plus 2 Pfeile. Moment mal. Das sind alles plus 1 Pfeile. Und der Kerl hat richtig gute plus 2 Pfeile. Das sollte ich mir mal merken. Das ist alles plus 2 Pfeile. Shit, das geht nur so. Das ist alles plus 2 Pfeile. Richtig cool. Ja, die wollen wir gerne alle für Fex mitnehmen. Leider gibt es keinen Teil 4, wo wir es mitnehmen können. Aber gut zu wissen. So, wir klappern alles nochmal ab. Also, ob wir das mit der Fackel oder mit dem machen, scheint egal zu sein. So, jetzt habe ich mich natürlich schon wieder schön verlaufen. Wo waren wir gerade? Wow, Feinde! Ja, wir haben das Problem, wenn wir das hier mit denen machen, dass wir. Ja, beeil dich! Zack, einen Schritt zurück, einen Schritt zurück und. Zapp, drauf da, drauf da, drauf da. Ah, zoff, 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 zoff. Okay, wir sind irgendwo in eine Sackgasse gegangen. Ich hätte da abbiegen müssen. Aber das ist natürlich ein Problem hier. Muss ich immer wieder wechseln. Sollte ich vielleicht besser ihm geben. Ja, so machen wir das. Und du darfst deine schöne Klinge nehmen. Das ist dann doch wichtiger. Jetzt wäre super die Lanze gewesen, hätte ich hier Delma Dreck rüber getan, da hätten wir zwei in der zweiten Reihe.
ich jetzt echt jede Wand. Das ist doof, dass die nicht sagen, dass hier irgendwie was ist. Ich muss wirklich jede Wand anhauen. Das ist ärgerlich. Hätte ich überhaupt ins Mausoleum dann gemusst, wenn ich hier so eine Fackel kriege? Sehr wahrscheinlich nicht. Gewirr von Ästen und Bäumen und so weiter. Okay, das ist ein Rundkreis gewesen. Dann sind wir. Hier sind wir auch drin gewesen. Dann muss hier weitergehen. Okay, auf jeden Fall ist es schon mal ziemlich lang. Richtig, richtig lang. Boah, war jetzt hier irgendwas gewesen? Ich hoffe nicht. Aber wir müssen es herauskriegen. Also hämmern wir unsere ganzen Fackeln ab. Batz, 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 batz. Okay, hier sind wir wieder am Anfang. Gehen wir mal auf der Seite. Ja, vollkommen umsonst gemacht. Tolle Wurst. Da, nee, nicht umsonst gemacht. Hier, wir kamen hier rein. Ja, wir können hier durch. Hier geht's weiter. Ich weiß ganz genau. Das Problem ist, da unten gab es noch was, glaube ich. Da war ja ein offener Gang. Aber da ist nichts. Denn hier ist wieder was versteckt. Hier ist nämlich wieder was versteckt. So ist es. Was ist das für ein Geräusch? Keiner in der Nähe. Unsichtbare Wände haben wir auch nicht. Ja, super. Wir konnten hier diese Stelle aufmachen, was mir aber in keinster Weise irgendwie weiterhilft. Sind wieder verschwunden, die Bäume. Habt ihr das gesehen? Der Weg ist blockiert. Was? Unsichtbare Gegner! Ah! Unsichtbare Gegner! Also, wir sollten wahrer Blick machen. Oh, ich glaube, er ist tot. Wahrer Blick. Wo haben wir dich? Bams! Und wir sollten auch noch mal ein bisschen Gebet reinmachen. Einmal Segen, bitte. Du darfst einmal hasten. So, ich bin ganz Ohr. Wo seid ihr, Mistviecher? Unsichtbare Gegner. Heidewitzka. Okay, massig wieder, was wir abklappern können. Schwingen wir die Fackel. Nein, die da drüber. Aha, hier geht's schon wieder weiter. Erstmal den Rest angucken. Was? Gegner schon in der Nähe? Ich höre ihn auf jeden Fall. Aber wir sehen ihn nicht, ne? Wahrer Blick ist aktiv. Wo es gab auch einen anderen Zauber, Unsichtbarkeit entdecken, ne? Das wäre natürlich auch problematisch, wenn wir da. So, gehen wir noch die Nordseite ab. Ich richtig? Ich glaube, ich renne richtig. War das nicht hier? Schon wieder zugegangen, glaube ich. Okay, ich bin irgendwo wieder abgebogen. Wo was wie? Wo was wie? Wo bin ich denn nur wieder hier? Doof, dass sie wieder aufgehen. Oder dass hier alles eher gesagt alles total gleich aussieht. Ah, das ist neu. Oder das ist alt und ich bin zurückgerannt. Das wäre
Ganz schlecht. Aber ich glaube, das ist neu. Was ein Chaos. Jetzt sind wir auf der anderen Seite davon, sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Oha! Plus zwei Pfeile nehmen wir. Plus zwei Pfeile, schöne Sache. Plus eins Pfeile sind alle nur noch Rotz. Zu schwach wohl. Kettenrüstung, interesting. Bogen. Und ein Langschwert. Was ja wahrscheinlich verflucht ist. Ich werde das jetzt mal gucken, was das ist. Ohne euch, machen Break. Bis demnächst. Euer Jojen.